Hallo, liebes Publikum. Ja, heute wollen wir, wie wir hier im Hintergrund sehen, diese riesige Burg erkunden. Und ja, machen wir mich erstmal zum Survival-Modus. Wer will denn schon die ganze Welt in meinen Kreativmodus zeigen? Ja, das hier ist übrigens das Sfax Pure BD-Kraft, wenn ich das richtig ausspreche. Ja, hier waren eben ein paar Lags zu sehen. Ich entschuldige mich dafür. Hier jetzt schon wieder. Ja, haben wir dieses Tor hier geöffnet und spazieren mal rein in die Burg. Schließen wir es auch gleich wieder. Hier sehen wir den riesigen Kronleuchter und Creeper Face. Ja, dann watscheln wir mal hier lang. Das hier ist die Anlage für die Zugbrücke und die benutzen wir jetzt. Ja, jetzt sehen wir, wie sie ausgefahren wird. Und ja, das Licht ist wieder an, also können wir sie auch wieder einfahren lassen. Wird alles mit Sand und Kolben betrieben. So, da ist die Palette auch schon weg. Und jetzt wird nur noch der Sand wieder nachgefüllt. Da kommt er auch schon. Ja, gucken wir mal, was es hier noch so zu sehen gibt. Ja, hier so ein kleiner Marktplatz links. Hier so ein Wasserfall, so ein kleiner, so. Was ist ich zum Händewaschen oder was hat man damals da so gemacht? Vielleicht die Füße auch. Ja, hier rechts haben wir eine Schmiede und ja, aber wir gehen erstmal hier lang. Hier ist ein kleines Knöpfchen, das drücken wir. Kommen wir in einen versteckten Gang. Mit dem Knopf können wir wieder raus. Und dann klettern wir mal diese lange, lange Leiter hoch. Das dauert ewig. Wir klettern und klettern in riesige Höhen. Und wir sind da, endlich. Lass mal runter gucken. Ja, ich will da nicht hinfallen, sonst sterbe ich gleich. Ja, da hat man gesehen, dass ich da diese Berge, die da noch waren, ein bisschen bombardiert habe. Die sollten eigentlich komplett verschwinden und so, aber da habe ich irgendwie noch keine Zeit für gefunden. Ja, von dieser Seite hier können wir die Tür da öffnen. Ja, dieser Fall wurde gerade noch von dem Wasser abgebremst, das zuletzt da war. Und hier sind wir jetzt diesen ganzen Kronleuchter runtergefallen oder gerutscht, wie man das nennen soll. Hier kann man sich Platz nehmen oder sonst was. Und diese Pistons und so sollen hier als Tische dienen. Und nur durch die kann man auch unbeschadet wieder raufkommen. Ja, das zeige ich mal, wie man das gerade macht. Man hüpft von hier zu dort und springt. Aber das würde alles viel zu lange dauern, deswegen mache ich es einfach kurz und schmerzlos und springe hier einfach runter. Naja, so ganz schmerzlos war das nicht. Aber naja, da würde man auch wieder raufkommen und durch die andere Gittertür am Ende wieder raus. Ja, hier haben wir bei der Schmiede Lava, einen Ofen, ein Wasser. Und das Tolle ist, man kann hier reinspringen und kommt. Ja, ein Geheimgang ist das nicht wirklich, aber. Also, ich finde das hier ziemlich faszinierend. So, dann gehen wir hier wieder durch. Lags. Framerate, lass mich in Ruhe. Alles voller Lava und Wasser und es geht noch tiefer hinunter. Immer tiefer, immer tiefer. Und es ruckelt wieder. Also eigentlich wäre man hier mit dem Wasser, ist man eigentlich genauso schnell wie mit Leitern. Ja, hier sieht man auch, dass wir komplett von Lava umschlossen sind hier unten. Und hier ist ein Stück Wasser, aber das ist nur, damit da so ein kleiner Knopf sichtbar ist, den ich hoffentlich treffe. Treffe ich den?
Komm schon, wo ist er? Da? Ja, ich habe ihn getroffen, gut. Ja, hier öffnet sich so ein kleiner Gang. Mal gucken, ob wir uns da durchschlängeln können, ohne zu verbrennen. Ja, hat geklappt. Gut. Ja, hier sind wir zum Ende des ersten Teils gelangt und ich würde mich freuen, wenn ihr auch im zweiten Teil wieder dabei seid. Und das heißt, lasst uns diese Burg erkunden. Ja, und demnächst befinden wir uns im oberen Teil. Bis dann.